Willkommen zu unserer Lace Wallet Videoserie. Ich bin Kai von Nova und in diesem Video zeige ich dir, wie du ein Lace Light Wallet installierst und einrichtest. Unterstütze uns, indem du unseren YouTube-Kanal abonnierst und eine Delegation an unseren Stakepool Nova in Betracht ziehst. Dein Beitrag hilft uns, mehr qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen und die Cardano-Community zu erweitern. Im Moment befinden wir uns auf der offiziellen Lace Wallet Website lace.io. Hierbei ist es wichtig, dass du dich auf der richtigen Seite befindest, um eine sichere Einrichtung zu gewährleisten. Der Link zu der Seite befindet sich in der Videobeschreibung. Lace ist ein Light Wallet, welches nahtlos als Browser-Erweiterung funktioniert. Ich führe dich nun durch den Prozess und sorge dafür, dass du in kürzester Zeit startklar bist. Wenn du auf den Button Add to Browser klickst, gelangst du direkt in den Chrome Web Store. Von dort aus folge einfach den Schritten, um Lace deinem Browser hinzuzufügen. In der Symbolleiste deines Browsers wird ein neues Symbol angezeigt. Wenn es nicht angezeigt wird, musst du es möglicherweise anheften, um es sichtbar zu machen. Wenn du nun die Anwendung öffnest, hast du drei Optionen zur Auswahl. In diesem Tutorial werde ich dich durch die Erstellung deines neuen Wallets führen. Nimm dir zunächst einen Moment Zeit, um die Nutzerbedingungen zu lesen. Scrolle einfach nach unten und akzeptiere sie, um fortzufahren. Als nächstes bittet Lace um die Erlaubnis, pseudonyme Analysedaten zu sammeln. Dies hilft dem Entwicklerteam, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Für dieses Tutorial überspringe ich diesen Schritt. Nun ist es an der Zeit, deinem Wallet einen Namen zu geben und ein Spending-Passwort einzurichten. Bitte achte also darauf, dass dein Passwort sicher ist, um die Sicherheit deines Wallets zu gewährleisten. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Schritt. Im Gegensatz zu anderen Cardano Wallets kannst du bei Lace nur eine Passphrase mit 24 Wörtern erstellen. Denk daran, dass jeder, der diese Passphrase kennt, Zugriff auf dein Wallet hat. Es ist also wichtig, sie sicher und geheim zu halten. Vermeide es also, sie online oder auf deinem Computer zu speichern, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Bevor wir fortfahren, überprüfe, ob du alle Wörter in der richtigen Reihenfolge ohne Fehler aufgeschrieben hast. Fahre erst fort, wenn du dir absolut sicher bist. Vergewissere dich nun, dass du die Passphrase richtig aufgeschrieben hast. Du wirst aufgefordert, jedes Wort in der genauen Reihenfolge einzugeben. Dieser Schritt stellt sicher, dass deine Passphrase korrekt und für dich zugänglich ist. Herzlichen Glückwunsch! Du hast dein Cardano Wallet mit Lace erfolgreich erstellt. Nun kannst du dein Wallet benutzen. Lace wurde mit Blick auf ein großartiges Benutzererlebnis entwickelt, um sicherzustellen, dass es intuitiv und benutzerfreundlich ist. Auf der linken Seite kannst du deine Token und deine NFTs einsehen. Die Aktivität deines Wallets überwachen und sogar deine ADA an einen oder mehrere Cardano Pools delegieren. Lace ist eines der ersten Cardano Wallets, das Multidelegation eingeführt hat. Ich werde dir mehr darüber in meinem Video Multipool Delegation erzählen. Oben auf der rechten Seite hast du die Möglichkeit, Coins zu empfangen oder zu versenden und die Einstellungen deines Wallets einzusehen. In den Einstellungen kannst du das Netzwerk ändern, welches du verwenden möchtest. Diese Funktion ist besonders praktisch, da einige Projekte die DApps-Beta-Version ihrer Anwendungen vor dem offiziellen Start veröffentlichen. Um mit diesen Beta-Versionen zu interagieren, stelle dein Wallet einfach auf ein Testnet wie Preview oder Preport ein. Außerdem findest du in den Einstellungen eine Liste aller DApps, die du für die Interaktion mit Lace autorisiert hast. So behältst du die Kontrolle und hast den vollen Überblick über die Interaktion mit deinem Wallet. Außerdem kannst du problemlos in den Einstellungen auf deine Public Keys und Staking Keys zugreifen. Diese Schlüssel sind unverzichtbar, wenn du Software von Drittanbietern wie zum Beispiel Tools für die Steuerberichterstattung verwenden möchtest. Bei der Interaktion mit Smart Contracts sind Sicherheiten erforderlich. In der Regel ist diese auf 5 ADA festgelegt.
Lace sieht nach dem Einrichten großartig aus. Es sind nur minimale Anpassungen erforderlich, abgesehen von der Einstellung deiner bevorzugten Währung oder dem Wechsel zwischen Dark und Light Mode. Es ist erwähnenswert, dass Lace das offizielle Wallet von IOG ist, einem der Gründungsmitglieder von Cardano. IOG hat netterweise ein umfassendes FAQ, einen Supportbereich und alle Links zu ihren offiziellen Quellen hinzugefügt, um dir bei Fragen und Problemen zu helfen. Du kannst dir also sicher sein, dass du mit Lace in guten Händen bist. Probiere es einfach mal aus, führe Transaktionen durch und genieße die nahtlose Erfahrung, die du mit Lace machst. Und das war's auch schon mit dem ersten Video unserer Lace Wallet Serie. Wenn du in Zukunft keines unserer neuen Videos mehr verpassen möchtest, abonniere unseren YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke. Falls dir dieses Video einen Mehrwert geliefert hat und du auch staken möchtest, komm doch gerne an Bord. Folg uns auf Twitter für aktuelle News rund um Cardano und unseren Pool. Wenn du Fragen hast, schau doch gerne mal auf unserem Discord-Server vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Epoche.